Das ist echt lecker. Boah. Leider geil. Leider geil. Leider geil. Na, scheiße. Notiz an mich selbst. Whisky ist lecker. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners. Natürlich mit Leon. Und mit dem Paddy. So ist es. Und heute haben wir mal wieder eine Flasche geschickt bekommen von Celtic Whiskies. Nee, von Celtic Events, vom Stefan. Vielen Dank dafür. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Wir hatten ein bisschen Verzögerung, weil wir nicht so lange, wir haben lange nicht mehr gedreht. Heute ist seit langer, langer Zeit der erste Termin, wo wir dazu gekommen sind. Und natürlich verkosten wir sehr gerne jetzt den Whisky. Was wir da ins Glas kriegen, dazu sage ich gleich nochmal was. Aber an dieser Stelle auch schon mal nochmal ein wunderschönes, großes Dankeschön an unsere lieben Patreons. Denn natürlich geben wir von, also seht ihr auch, diese Flasche haben wir nicht leer genuckelt, sondern da haben unsere Patreonen, haben da auch was von bekommen. Genau. Weil wir haben die geschenkt bekommen und das ist ein Sponsoring und dementsprechend wird die Flasche geteilt, sozusagen. Genau, und wir haben hier einen Oaken Tar im Glas oder gleich im Glas. Das ist die McNeil's Choice vom Andy McNeil, der auf Whisky-Messen unterwegs ist und dort seine unabhängigen Abfüllungen macht. In Aschaffenburg hat er wohl auch eine eigene Whisky-Messe. Und ja, wir haben ein rauchiger Islay Single Malt, 6 Jahre alt, non-chill filtered, natural color, 12 Jahre Veredelung in einem Banyuls Weinfass. Und ja, das ist ein Mystery Malt, wir wissen nicht aus welcher Brennerei. Und der hat stramme 59,5 Volumenprozent. Optimale Trinkstärke, würde ich sagen. Ich bin bei rauchigen Whiskys unter 10 Jahre auch immer sehr hellhörig, weil Rauch baut sich so ein bisschen über Alter ab. Und deswegen finde ich das eigentlich immer ganz nice, wenn die so ein bisschen jünger sind. 6 Jahre ist natürlich jetzt eine Ansage, ne? Also hier Banyuls Fass auch noch relativ extrem. 59, irgendwas Volumenprozente. Ich bin sehr gespannt und heute wird es sowieso so ein bisschen Presenting What We Got Sponsoring Whisky. Also wir haben gleich noch was vorbereitet, aber lass uns erstmal kurz hier zu Nase, Tasting, Finish und sowas hier kommen, um zu gucken, was diese Oak and Tar. Ist es wirklich Oak and Tar? Also ist es Eiche und Teer? Ja. Hier steht es drauf. Oak and Tar heißt das ganze Ding. Ist aktuell noch auf der Website zu haben. Eine Flasche, ich gucke mal eben kurz, ob ja, man kann die noch kaufen. Ist noch zu haben, kostet 67 Euro, also 66,90 Euro. 6 Jahre alter Whisky für 67 Euro. Ja, aber ist halt unabhängig abgefüllt, Fassstärke mit Weinfinish, ne? Das ist wahrscheinlich erstmal jetzt relativ, ich würde sagen, fast mittlerweile Standard vom Preisniveau. Aber lass mal reinschnuppern, lass mal gucken, was er uns erzählt. Krasser, also starker mich, Rauch. Ja, also mich erinnert es super stark. Also Oak and Tar passt auf jeden Fall. Ne? Also der hatte so eine Teernote. Mich erinnert es eher so an verbrannte Chips, an so Bacon-Chips auch wieder. Es ist richtig Schinken dabei. Es ist richtig Pommes-Gewürz ohne Ende. Es ist richtig so Paprika-Chips, aber so Paprika-Chips verbrannt irgendwie im Lagerfeuer mit Asche. Ja, ein bisschen Asche. Ich habe auch auf jeden Fall Asche. Mein erster Impuls sagt Kaulila mit Weinfinish. Jo. Also so wirkt auf mich, weil er hat diese verbrannte Heidenote, die ich bei Kaulila auch immer habe. Ja, so eine Süße auch, ne? Also das wäre auch so Honey Glazed Bacon oder sowas, würde er auch mitgeben. Oh ja, das ist auch gut. Aber verbrannter Bacon. Also nicht mehr Crust, der ist nicht mehr crusty, sondern der ist schon schwarz. Ja, schwarze Bacon Flakes mit Honig. So das Übliche, was man morgens so sich in die Schüssel haut, so Frühstücksflocken. Das sind die Chuck Norris Frühstücksflocken. Mit Nägel. Also schon Gangster-Whisky, ne? Also hier wirklich Rauch. Boah, der will so richtig zeigen, sehr fassintensiv, sehr würzig. Ich bin gespannt. Ich will mal reinbeißen, gucken, was er sagt. Ob er mir gleich die Zähne raushaut. Ich habe auch Bock. Cheers. Cheers. Danke für Schnaps. Mhm.
Oh ja, der Teer ist tatsächlich sehr deutlich. Also Teer, wirklich. Lecker. Ja. Also sehr süß, sehr, sehr rauchig. Ja. Und wirklich teerig. Aber gut gemacht, weißt du? Das ist so, das ist sehr aufgedreht, sehr extrem, ne? Der Ja. trifft auf die Zunge und sagt gleich so Asche, Rauch. Dann wird der süß, dann kommt so Honig, dann kommt so Bacon, dann kommt so Schinken und dann kommt wieder Rauch. Rauch, 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 Rauch und Rauch. Also du hast wirklich das Gefühl, du stehst irgendwie neben dem Osterfeuer und Ja. snackst gerade irgendwie einen Honiglollibäck oder so. Könnte vom Aromprofil für mich aber auch ein junger Lagavulin sein. Also ich bin, also für mich ist eh, ehrlich gesagt, Caulila und Lagavulin sind für mich eh nicht so wahnsinnig weit auseinander von dem Rauchprofil. Ich hatte ganz am Anfang sogar fast so ein bisschen das Gefühl, könnte auch ein Artbeck sein. Also der Artbeck Ugedal, der geht auch so ein bisschen in diese Richtung, aber der hat noch ein bisschen mehr so, der hat noch ein bisschen mehr Kräuteraromen. Also ich bleibe so ein bisschen bei Caulila oder Lagavulin. Aber ist ein also sehr kräftiger, junger Eiler-Whisky. Ich finde den sehr lecker. Kann man machen, wenn man Bock drauf hat. Ja, vor Fuck, ich allem wollte mir eigentlich kannst. Wasser holen. Sorry, ich muss, ey. Ich rede mal kurz, ich muss kurz Wasser Ja, holen, sonst haut es alles mich gut. um. Ich überbrücke das hier schon. Also ist schon wirklich sehr krass im Antritt, sehr krasses Profil, sehr laut gedreht alles. So ein bisschen Heavy Metal Whisky hätte ich fast gesagt. Und hinten raus kommt halt wirklich auch wieder ohne Ende Gewürz, als wenn du so. Weißt du, wenn du so die Chips, die so ein bisschen zerbröselt sind, und dann musst du die Tüte auf links drehen und fängst du schon an, nur die Gewürze wegzulecken. An das erinnere mich das halt gerade so, an wirklich auch intensives Chips-Gewürz. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist halt wirklich Paprika oder Chakalaka, ich habe keine Ahnung was, Chips und wirklich so das zerbröselt oder ähnliches. Aber ich muss insgesamt sagen, gut gemacht. Die Journey ist halt, das passt, weil es halt alles aufgedreht ist. Aber ich habe bis jetzt keine Fehlaromen entdeckt, was mir schon mal wirklich gut gefällt. Weil es ist nicht einfach, so Banyuls fast 6 Jahre alten Whisky, Orkentar, irgendwie, ja. Die Es Celtic bleibt Events, die machen auch, frisch. die haben wohl auch, importieren auch Cooper's Choice, die sind mir auch Ja. bekannt. Ist auch eine unabhängige Abfüllungsreihe. Kann man auch mal drauf gucken. Und vor allen Dingen, man hat aber im Nachgeschmack wirklich Asche im Mund, ne? Als wenn du wirklich deine Zigarre aus dem Aschenbecher geholt hast und hast da noch irgendwie Asche dran und merkst so, hoppala. Zigarrenasche aber auch. Keine Zigarettenasche. Ja, sowas finde ich unangenehm. Manchmal hast du so Eiler-Whiskys, die gehen so in Zigarettenaschenbecher, so auf der Party, weißt du, wo die Flips noch nebenstehen, voll eklig und so. Und der hat so wirklich Zigarrenasche, aber auch extrem. Ich mache mal ein bisschen Wasser ran. Hier steht auch drauf, was ganz interessant, kleiner Exkurs zum Thema Whisky-Rechte. Auf dieser Flasche steht drauf, Islay Single Malt Whisky. Steht nicht drauf Scotch Whisky. Warum? Ist ein Islay Whisky, ne? Also der ist in einer irischen Brennerei. Ist auf einer Islay Brennerei hergestellt, gebrannt worden, aber er wurde, hier unten steht es, distilled in Scotland und bottled in Germany. Und wenn ein Whisky in Deutschland abgefüllt worden ist, darf er sich per Gesetz nicht mehr Scotch nennen, weil die Schotten sind mittlerweile sehr, sehr protektiv, was ihre Scotch-Whiskys angeht. Und die haben mittlerweile ein Gesetz erlassen, dass man ein Fass nicht mehr außer Lande schaffen darf und es dann abfüllen. Beziehungsweise, wenn man einen Whisky nachreift in einem anderen Land, dann darf man es, wenn man es dann abfüllt, nicht mehr Scotch nennen. Das ist, finde ich, also ist, finde ich krass, ehrlich gesagt, aber daran kann man halt so ein bisschen erkennen, quasi, wie sehr da die Scotch Whisky Association hinterher ist, dass eben die Whiskys komplett in Schottland quasi bleiben bis zur Abfüllung. Und dann darf man es eben noch Scotch nennen, aber wenn es eben außerhalb vom Land quasi abgefüllt worden ist, dann darf man das nicht mehr Scotch nennen. Am Ende des Tages interessiert mich das persönlich überhaupt nicht, weil ich habe keinerlei Zweifel daran, dass die Qualität dieses Whiskys ebenso top ist wie alle anderen Scotch Whiskys. Von daher ist mir das persönlich relativ bums, ob da jetzt noch ein Scotch dran steht oder nicht. Solange das ein Single Malt Whisky ist, I don't care. Mit Wasser wird er einfach nur leiser und süßer. Wasser, gute Idee. Das muss ich nur mal eben so eben noch mal eben einwerfen. Finde ich immer noch gut, aber ist auch was wirklich für Rauchfans, ne? Also für Rauchfans, da musst du schon wirklich drauf stehen. Das ist einfach, Junge, Junge, ist irgendwie so ein bisschen, als wenn du am Auspuff vom Moped geleckt hast.
Nice. Ich finde ihn ganz geil. Also mir gefällt er ganz gut, aber ich bin auch Rauch, Weinfass, Fassstärke. Da hast du mich auch im Sack. Das ist für mich, da bin ich meine gesagt anspruchslos. Warte, jetzt, ne? Also ja, klar, alles das, was du sagst. Aber jetzt ist das Geile ist ja mittlerweile, ihr müsst ja jetzt mal, wir lassen euch jetzt mal einblicken in unser Influencer-Life. Ja, also nicht nur, dass wir die Flasche geschickt bekommen haben von Stefan, hier nochmal vielen Dank an der Stelle, sondern wir kriegen auch solche geilen Sachen wie Gläser geschickt mittlerweile. Guck dir das Ding mal an. Schicken uns Tumblr-Gläser. Da kommt die Glaspolizei gleich um die Ecke und denkt so, wii, 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 was ist das denn? Und da ist so ein Berg drinne und das Glas ist halt im Prinzip dafür da, das kannst du in ein Eisfach stellen und dann hält dieser Gletscher hält den Whisky dann kalt, wenn der Whisky das halt mal braucht oder wenn du das mal brauchst, keine Ahnung was, ne? Manche mögen das, verwässert dann aber nicht, brauchst keine Steine oder so oder hier Metalldinger oder sowas reinmachen, sondern brauchst einfach nur das Glas im Prinzip chillen. Aber ich finde halt die Struktur halt so mega geil und wir dachten uns, wenn wir hier schon so einen Sponsor Whisky haben, dann hauen wir uns auch so einen Sponsor Glas mal hier rein und packen den Whisky da mal rein. Ich wusste gar nicht, ja. Erzähl erst mal zu Ende, ich sag gleich was dazu. Ja. Genau, du erzählst gleich, wo die Gläser herkommen und sowas. Ich finde halt so, das ist so ein Whisky, der hat halt einfach so geile 5-6 Aromen, die kann man so in einem, weißt du, so kalten Wetter, passt auch ganz gut, draußen stürmt es gerade, es regnet und sowas, passt das ganz gut. Und guck mal, das sieht schon ganz nice aus, ne? Kannst du schon ein bisschen mit flexen hier, ne? Ja, und ich muss auch sagen, ich habe gerade ein bisschen nachgeschenkt. Bei mir wird es gerade ein bisschen trübe, weil er nicht chill gefiltert ist, weil der ganze Chill rausgefiltert ist, wie Andrea immer sagen würde, unsere Patronesse. Was du gerade erzählt hast mit diesem Eisfachgedöns, das habe ich gar nicht, das wusste ich gar nicht. Ich habe einfach gedacht, dass das einfach nur geil aussieht. Ich habe die nämlich, als du mir erzählt hattest, also wir haben ja eine E-Mail bekommen, liebe Grüße an Franziska Glas, die uns da geschrieben hat, die uns zugeschickt hat von, ich glaube, Viva Scandinavia heißt der Shop und die Firma, die diese Whiskygläser herstellt, heißt Liiton, glaube ich. Genau. Und vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal. Und als sie uns geschrieben haben, dachte ich mir so, ja, was wollen wir denn mit Tumblr-Gläsern? Es ist nicht das erste Video, Leute. Es ist nicht das erste Video. Aber verzeiht es uns, wir haben lange nicht gedreht und wir hatten sehr viel Lust zu trinken heute. Und Penny meinte so, nee, die habe ich, die ist eine Kickstarter-Kampagne, die wollte ich auch schon backen und das war voll die geile Idee. Und dann haben die uns das quasi geschickt. Und ehrlich gesagt, ich habe das mittlerweile auf vielen Partys dabei gehabt und ich finde es mittlerweile richtig geil. Ich bin ein großer Fan, ich trinke ja mittlerweile sehr gern Bourbon. Und ich wurde auf Partys jetzt schon ganz schön oft angesprochen auf dieses Glas und mittlerweile ist das einer meiner Standardbegleiter. Wenn ich auf Partys gehe, kommt immer dieses Glas mit und dann ordentlich damit mein Bourbon rein, was einfach mega Bock macht, aus diesem Glas Bourbon zu trinken, weil das halt einfach, ich finde es, sieht einfach mega cool aus. Da muss ich mittlerweile auch ganz ehrlich sagen, da bin ich ein reines Optikopfer. Ich finde es richtig cool. Weißt du, der verkackte Whisky-Nerd, Alter, der sich auf jeder Party seinen eigenen Schnaps und sein eigenes Glas mitbringt, um erstmal zu flexen, Alter. Richtig nice. Ja, es ist so, also ich habe mir das mal durchgelesen, auch auf der Verpackung. Da steht halt auch, wenn du dir ein Old Fashioned machst, dann kannst du da natürlich, wenn du das Glas gekühlt hast, ein Eisfach lässt, dann bleibt der Old Fashioned halt schön kalt und verwässert aber dann halt auch nicht mehr. Okay. Manche brauchen halt so ein bisschen oder möchten ein bisschen Schmelzwasser haben vom Eis, aber das ist halt total Geschmackssache. Ich finde das halt gut, weil das Glas dann halt einfach länger kalt hält. Ne? So ein dicker Boden, auch wenn du einen Tumbler hast und da so ein dicker Boden hat, der hält einfach länger dann die Kälte, wenn du einen dicken Eiswürfel und so weiter drin hast. Nur hier brauchst du halt den dicken Eiswürfel nicht, weil dafür sorgt dann halt dieser kleine Berg, der da praktisch drin ist. Finde ich auch insgesamt wirklich nice, gerade für Nerds oder sowas, ne? Leute, die Cocktails gerne aus solchen Gläsern oder sowas trinken und Whisky zum Trinken halt oder flexen will, hier wie Leon auf Partys, ne? Guck mal, ich hab mein eigenes Glas dabei. Geil. Na, ich find's halt einfach lustig. Für mich ist es halt ein Gimmick, also für mich ist es einfach ein witziges Gimmick, aber Der Whisky schmeckt aber so geil auch aus dem Glas. Ich wollte es gerade sagen, ich finde ehrlich gesagt die Kombination total geil. Ich habe auch gerade richtig Bock damit noch weiter zu trinken. Bisschen gefährlich. Aber ich finde die Kombination gerade ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja, mega. Der ist jetzt gar nicht mehr so rauchig auf einmal, ne? Und vielleicht habe ich mich auch an den Rauch akklimatisiert. Der ist einfach nur so geil süß und bappig und so. Er hat aber echt, als wenn er Lolli drin aufgelöst worden ist. Oh. Voll lecker. Jam. Voll schlimm. Toll, ich gerade voll die Lampen an.
Super. Ja. Gut. Ja, du, soll es soweit gewesen sein? Dann schreibt doch mal in die Kommentare, was die besten Whiskygläser sind. Ihr habt alle kein Recht. Ihr liegt alle falsch. Ihr wisst nicht, was. Aber schreibt es mal rein. Schreibt mal rein, welche Whiskygläser ihr so gerne benutzt und sowas, was halt das beste Stielglas ist oder vielleicht ohne Stiel. Shitstorm ist quasi vorprogrammiert. Ja, super geil. Holt die Glaspolizei. Die Glaspolizei muss jetzt kommen und muss uns mal erzählen, welche Nosinggläser im Prinzip die besten sind und warum wir gerade ein Fauxpas gemacht haben, weil wir aus einem Tumbler einen Whisky getrunken haben. Falls ihr da Bock drauf habt. Ansonsten schreibt einfach, keine Ahnung, was könnt ihr da sonst reinschreiben? Auf welchen Messen seid ihr dieses Jahr? Das ist ein guter Plan. Auf welche Messen seid ihr dieses Jahr und geht ihr gerne auf Whisky-Messen? Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare lassen. Ansonsten sind wir auf Facebook und auf Instagram unterwegs. Ihr könnt diesen Kanal abonnieren. Ihr müsst anderen Leuten davon erzählen, dass es uns gibt. Und dann müssen die diesen Kanal abonnieren. Und zwar macht ihr das folgendermaßen. Ihr geht zu euren Freunden hin, nehmt ihnen das Handy weg, geht auf YouTube, abonniert diesen Kanal, macht die Bimmelim-Klingel an und dann gebt ihr denen das Handy wieder zurück. Und dann werden die halt einfach vollgespammt von Whisky-Videos und trinken nicht mehr Whisky. Vollkommen richtig gemacht dann in dem Fall. Danke dafür. Und wenn ihr Bock habt, diesen Kanal monetär zu unterstützen, dann geht es bei Patreon. Einfach Malt Mariners dort eingeben, dann funktioniert das auch. Und wenn ihr Lust habt, uns eine Mail zu schreiben, einfach an info@malt-mariners.com. So heißt auch unsere Website. Aber jetzt sind wir erstmal rausi, hier mit einem schönen, nice Tumblr und Oak and Tar. Und dann sagen wir so wie immer, bis später. Bis später. Ding. Ding. Also ich muss ehrlich sagen, es geht gut, die Kombination. Ne? Das ist total mega. Also ist auch geil, weil das, die Glaswand oben ist so dick. Das ist so rund abgeschliffen, weißt du? Ja, ne? Das finde ich auch ganz cool. Du hast eine Lust, da dran rum zu nuckeln. Jetzt wird es nicht mehr jugendfrei. Ja, also ich muss wirklich sagen, mir gefallen die Dinger wirklich gut. Aber zum Abwaschen sind die scheiße, habe ich eben gerade schon mal gemerkt. Muss ein bisschen in die Ecken gehen. Ja. Ja, wie gesagt, ich will noch den Grand Canyon. Es gibt ja zwei. Habe ich gar nicht gesagt, scheiße. Es gibt den Grand Canyon und es gibt den Mount Everest. Nice. Und das ist der Grand Canyon hier? Mhm. Ja. Spaß. Das ist mir schon klar. Ja, den Grand Canyon müssen wir uns auch mal besorgen hier.